Es ist fast schon ein Meme, auf diesem Kanal darüber zu sprechen, dass irgendeine Gaming-News-Seite irgendwas macht, was ich nicht gut finde. Und in der Regel versuche ich mittlerweile, solche Sachen, wenn möglich, einfach in mein Articulus-Format zu integrieren, wo wir eine Sammlung an News und Themen besprechen. Aber der heutige Fall ist gleichermaßen so interessant und so besorgniserregend, dass ich dem Ganzen sein eigenes Video widmen möchte. Es geht mal wieder um mein MMO, denn die möchten, dass ihr umsonst für sie arbeitet. Und das ist jetzt keine Übertreibung oder so. Wir sprechen nicht mal mehr von den unterirdischen 10 Euro pro Artikel, mit denen andere riesige Seiten euch abspeisen wollten, wir sprechen von 0 Euro. Wirklich absolut gar nichts. Und ich verrate euch heute, was genau ihr machen sollt, um ganze 0 Euro zu verdienen und warum das bei meinem MMO ziemlich daneben ist, obwohl es an anderer Stelle gar nicht mal unüblich klingt. Es geht nämlich um die Moderation des Kommentarbereichs unter den Artikeln. Viele Newsseiten bieten einen solchen Bereich. Bei meinem MMO ist er vergraben unter dieser Masse an Werbung, wo man dann als registrierter Nutzer seine Meinung zum Artikel abgeben kann. Und alle Newsseiten, die einen solchen Kommentarbereich anbieten, legen auch entsprechende Richtlinien dafür fest, wie der Umgang dort sein sollte. Und damit diese Richtlinien durchgesetzt werden, braucht es Moderation, die aktiv aufpasst. Und die Kommentarrichtlinien zu meinmmo.de sehen folgendermaßen aus. Abgesehen von dem selbstverständlichen Zeug, das überall gebannt gehört, kann man sich ja mal fragen, was es über die Seite aussagt, wenn Clickbait-Rufe nicht nur verboten sind, sondern auch noch an allererster Stelle stehen, weit über sowas wie dem menschenfeindlichen Bullshit, aber ey, deren Seite, deren Regeln. Das Moderationsteam dafür wird nun also erweitert. Gehen wir mal alles chronologisch durch. Zuerst die Aufgaben. Nun, das ist alles ziemlich selbsterklärend. Ich wundere mich zwar, dass sowas wie Feedback der User über das Moderationsteam erst an die Redaktion herangetragen wird, denn das würde bedeuten, dass die Autoren die Kommentare und Forenbeiträge ihrer eigenen Artikel nicht lesen, was ich schade fände, aber wie gesagt, deren Seite, deren Struktur. Als nächstes geht's um den Zeitaufwand und da wird's interessant. Ein Moderator sollte mehrmals die Woche im Kommentarbereich aktiv sein und Präsenz zeigen, nicht nur in der Rolle als Moderator, sondern dann auch als normaler User. Mindestens einmal täglich sollte man mal gründlich alles durchchecken. Kommentare, PNs und Meldungen werden hier aufgezählt, auch ziemlich standardmäßig, aber abgerundet wird das alles mit: Wenn man über einen längeren Zeitraum aus privaten Gründen nicht moderieren kann, ist das völlig okay, es lässt sich über alles reden. Wo kommt diese Großzügigkeit her? Naja, wahrscheinlich daher, dass es ziemlich schwer ist, jemanden zur Arbeit zu verpflichten, wenn absolut nichts zurückkommt. Unentgeltliche und freiwillige Arbeit. Bevor wir darüber reden, was für ein schlechtes Licht es auf die Seite an sich wirft, will ich zwei Dinge anmerken, eine Kleinigkeit und eine größere Sache. Die Kleinigkeit ist, achtet mal auf den Umfang der einzelnen Paragraphen. Der Abschnitt, wo man quasi zugibt, euch als billige Arbeitskraft für eine Seite mit Millionenpublikum abzuspeisen, ist 11 Wörter lang. Und nicht nur das, die Unterüberschrift ist auch noch kleiner als die anderen, so als wäre das irgendwie ein zu vernachlässigender Punkt. Das alleine finde ich ja schon amüsant, selbst wenn es nicht gezielt bösartig gemeint war. Aber jetzt kommen wir zur größeren Sache. Dass Moderationsaufgaben unentgeltlich sind, ist gerade im Bereich des Videostreamings nicht mal unüblich. Ich möchte hier einmal volle Transparenz bieten und euch erzählen, wie das bei mir ist. Ich selbst habe auch einen bestimmten Bedarf an Moderationsarbeit in meinem Livestream-Chat. 2 bis 3 Mal pro Woche spiele ich etwas im Livestream und dafür gibt es eine Gruppe an Leuten, die die Mod-Rolle auf meinem YouTube-Kanal haben. Dieses Mod-Team bestand bis vor ein paar Wochen noch rein aus Freunden und Kollegen, aber es kam zunehmend vor, dass niemand von ihnen Zeit oder Lust hatte, permanent im Stream dabei zu sein. Entsprechend habe ich über unseren Discord-Server, sozusagen in einem geschlossenen Kreis, ein Formular ausgearbeitet, wo man sich bei Interesse melden konnte, wenn man ebenfalls im Live-Chat moderieren möchte. Und auf den ersten Blick lesen sich meine Vorgaben nicht nur exakt genauso wie die von meinem MMO, es steht sogar ganz eindeutig da, dass ich selbst keine Gegenleistung bringe. Also machen mein MMO und ich doch dasselbe. Das ist doch doppelmoralisch, dass ich etwas angreife, was ich selbst nicht anders mache. Aber es gibt ein paar bedeutende Unterschiede in meinen Augen. Und der erste Unterschied liegt darin, wer was verlangt. Ich werde mich selbst jetzt immer als Gegenbeispiel nehmen, weil das, erneut, das Transparenteste ist, was ich tun kann. Das soll jetzt aber nicht irgendeine Show sein, mit der ich mich reinwaschen will. Ich möchte nur die Absurdität von meinem MMOs Standpunkt deutlich machen. Meine MMO ist eine gigantische Seite, unter einem Dach gemeinsam mit GameStar und GamePro. Meine MMO ist eine Webseite, bei der 19 Köpfe bei über uns aufgelistet werden und eine Seite, die eben dort damit flext, im November 2020 laut der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung 3,32 einzigartige Besucher gehabt zu haben. Was mit diesem nicht sehr mühevoll ausgestalteten Flex gemeint ist, ist, dass die Seite rund 3 Millionen aktive Nutzer jeden Monat hat. Etwas, was auch in anderen Stellenausschreibungen durchaus prominent erwähnt wird. Die Größe der Seite wird klar und häufig als Positivpunkt hervorgehoben. Nun, ob man jetzt flexen muss damit, dass man die größte Seite sei, die sich einzig und allein auf Games fokussiert, wenn man bei den Top 20 Kategorien auf der Seite Twitch auf der 1 stehen hat, und ob es dann gut aussieht, wenn man bei einem Q&A als Chefredakteurin nicht mehr auf diesen Punkt eingeht, wenn nachgehakt wird, das sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, die Seite ist groß. Da wird auch Umsatz rumkommen. Und
Und wenn ihr nicht den eigenen Angaben traut, schaut euch den Umsatz von Webedia an, dem Unternehmen, unter dessen Dach sich auch mein MMO befindet. Interessanterweise fehlt diese Anmerkung mit den 3 Millionen Nutzern bei der Suche nach Mods. Wahrscheinlich, weil es echt schlecht ankommt, den Leuten, die gratis die Arbeit erledigen, vorher unter die Nase zu reiben, wie erfolgreich man ist. Ich bezahle meine Mods, wie gesagt, ebenfalls nicht. Aber ich habe auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich habe mit YouTube in den vergangenen 12 Monaten unter 10.000 Euro eingenommen. Währenddessen ist Webedia in Deutschland die Nummer 1 in ihrem entsprechenden Sektor. Dann beziehen wir noch den Größenunterschied bei der Menge der Arbeitskräfte mit ein. Mein Kanal ist eine One-Man-Show. Abgesehen von vereinzelten Gastauftritten mache ich alles auf meinem Kanal selbst, darunter auch die Moderation der Videokommentare. Das einzige, wo mir regelmäßig unter die Arme gegriffen wird, ist beim Livestream-Chat, was aber auch mehr daran liegt, dass ich nun mal gleichzeitig streame und unterhaltsam sein muss. Bei meinem MMO steckt ein großes Team dahinter und dadurch, dass die Kommentare so unter seitenweise Werbung vergraben sind, gibt es mit ein paar Ausnahmen auch nur selten rege Beteiligung unter einem Beitrag. Hier habe ich einfach weniger Verständnis dafür, dass man dafür mehr unentgeltliche Arbeitskräfte aktiv sucht. Ich weiß, das kann man auch so auslegen, dass es ja erst recht keine Arbeit sein sollte, hier und da ein bisschen drüber zu gucken und dass es sich daher nicht lohnt, jemanden dafür anzustellen. Aber wieso kann diese Aufgabe nicht an Leute übergeben werden, die schon fest angestellt sind? Ihr habt offensichtlich die Möglichkeit, ein Team mit zweistelliger Kopfzahl durchzufüttern, ob freie Autoren oder Festangestellte. Und die Tatsache, dass hier so mit Ach und Krach gespart wird, wirft ein schlechtes Licht auf die internen Prioritäten. Selbst wenn man damit einverstanden ist, dass das kostenlose Arbeit ist, muss man sich doch Gedanken machen, warum ist das so? Und selbst wenn euch das alles nicht überzeugt und ihr immer noch denkt, dass für meine MMO und mich identische moralische Standards gelten sollten und ich hier heuchlerisch unterwegs bin, möchte ich einen letzten Punkt aufführen, und zwar das Auftreten. Meine MMO schreibt eindeutig, ihr solltet mehrmals die Woche aktiv im Kommentarbereich sein, ihr solltet mindestens einmal täglich einen Blick auf die Kommentare werfen und wenn ihr über längere Zeit mal nicht könnt, muss das kommuniziert werden. Letzteres klingt zwar großzügig, aber indirekt bedeutet das eigentlich nichts anderes als, man erwartet, dass ihr täglich da seid und wenn ihr mal nicht da seid, sollt ihr euch aktiv abmelden. Ihr sollt absprechen, wann ihr keine Zeit habt, nicht andersrum. Und so funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht als so große Publikation erwarten, dass Leute irgendwie in eurer Schuld stehen, wenn ihr ihnen absolut gar nichts gebt. Und sogar noch über die reine Moderation hinaus erwartet, dass sie irgendwie aktiver sind als der Durchschnittsleser. Ich bezahle meine Mods nicht, aber entsprechend gilt bei mir das Prinzip der freiwilligen Anmeldung. Wer kann, gibt Bescheid und wer nicht kann, der kann eben nicht. Bei euch scheint das Prinzip der abgesprochenen Abmeldung zu gelten. Wer nicht kann, soll Bescheid geben. Sonst wird davon ausgegangen, dass man fröhlich für 0 Euro werkelt. Diese subtilen Zwischenpfiffe in dieser Suche nach Hilfskräften sind übrigens durch den gesamten Beitrag gesprinkelt. In der Einleitung zum Beispiel wird direkt gezeigt, dass es super cool sei, ein Mod der Seite zu sein. Wenn ihr kostenlos für meine MMO Arbeit verrichtet, seid ihr nicht arm dran, sondern ihr gehört zu den coolen Jungs auf dem Schulhof. Alles ist genauso familiär formuliert wie bei mir, nur dass ich ein kleiner unbedeutender Dulli im Internet bin und meine MMO eine renommierte Seite, die damit flext, dass sie unter zurecht konstruierten Bedingungen die Nummer 1 in Deutschland sei. Das macht es umso alberner, wenn sich die Suche nach Mods so liest, als würde man einfach nur einen lieben Freundeskreis erweitern wollen, wenn sich dahinter jedoch nichts anderes als das kommerzielle Ausnutzen der Leidenschaft eurer Leser verbirgt. Denn bei 3 Millionen Besuchern pro Monat wird sich schon irgendjemand finden, der sogar selbst noch eher Geld bezahlen würde, um das Recht zu haben, bei euch zu moderieren. Und das war soweit alles, was ich dazu zu sagen habe. Falls ihr selbst denkt, dass es eigentlich ganz nice ist, bei sowas mitzumachen und ihr das Problem nicht seht, da es ja komplett freiwillig ist, dann will ich euch das ja auch nicht versauen. Vielleicht schaut sogar jemand aus dem Mod-Team zu und denkt gerade, dass es eigentlich wirklich entspannt ist und man sogar eine coole Zeit im internen Chat hat oder Kontakte knüpft. Ich will niemandem irgendeinen positiven Vibe oder so nehmen. Ich möchte nur jedem vor Augen führen, dass hier versucht wird, für 0 Euro einen Arbeitsplatz in einem mehr als wohlhabenden Unternehmen zu ersetzen oder zumindest in Teilen abzulösen. Welche Gedanken dieses Video und diese Moderatorensuche bei euch am Ende des Tages auslöst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, was meine Thesen und Schlüsse direkt in Luft auflösen ließe, aber nach dem aktuellen Stand der Dinge kann ich niemandem empfehlen, auch nur drüber nachzudenken, sich auf diese Stelle in Anführungsstrichen einzulassen. So viel soweit von mir. Wir sehen uns jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder. Haut rein und natürlich lasst nichts anbrennen. Tschüss.